Peiniger, jetzt! Weg! Nein! Oh. Ist jetzt vielleicht nicht die optimale Knarre gewesen. Jetzt gib ihm Kopfschüsse! Ich hab ihn, ne? Ich hab ihn. Was für eine schwere Geburt. So, Commander, was los? Erzähl mal ein bisschen was. Warum hast du das getan? Warte. Halt! Wie halt? Du bist verändert. Ja, du auch. Du kannst tun, was immer du willst. Naja. Warum kämpfst du für diese... für diese dreckigen Faschisten? Wir kämpfen hier um unser Leben. Weißt du, was die... Na was? Getan haben? Erzähl. Ich weiß, was du mir angetan hast. Nein! Boah! Heftig. Richtig heftig. Outriders zahlen immer ihre Schulden. Aber das war schon ein cooler Kampf. Wir müssen, wo haben wir uns denn die Mission abgeholt? Müssen wir überhaupt zurück, die zu irgendwie wieder abgeben, die Mission? Oder, aha, hier war die Kreuzung, alles klar. Wir sind hier, in diesem Gebiet sind keine Missionen verfügbar. Okay, ich glaube, wir waren hier. Kann ich jetzt auch gar nicht. Da steht's ja auch. Du bist hier. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Uns darüber teleportieren geht nicht. Das können wir nur verfolgen. Na dann, bring mich. Muss ich mich zurückbringen lassen? Das war ja direkt um die Ecke von unserem Missionsgeber. Kann ich auch einfach zurücklaufen? Das wäre mir gerade viel lieber, muss ich sagen. Dieser Sadist hatte auf jeden Fall den Tod verdient. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Muni auffüllen? Natürlich. Und jetzt einmal über das kleine Kriegsfeld hier. Was ist das hier? Oh, oh, oh! Mineralien abbauen! Wo haben wir denn auf einmal den Bohrer her? Das ist ja schön. Also schön die Augen offen halten nach blauen Kristallen an der Wand. Unter anderem nach blauen Kristallen auf der Wand. Outriders, du hast es geschafft. Du hattest einen echt schwierigen Einstieg. Ich habe dich fast fallen lassen. Wirklich fast. Aber dann, ne, wie ich schon erwähnt habe in der ersten Folge, ab der Kryogenphase wurde dieses Spiel immer, immer besser. Und jetzt hat das schon ein sehr hohes Niveau. Ich habe wirklich zuerst gedacht, naja, ob die Entwickler sich mit dieser Demo gerade einen Gefallen tun, was die Vorbesteller angeht, wird da nicht der ein oder andere abspringen? Bis zur Kryogenphase. Na, alles klar? Oder würde ich hier die Mission nochmal neu starten? Outrider. Der Captain, der ist tot. Oh, tatsächlich, wir haben den Kopf mitgenommen. Bezahlt. Das ist ja hart. Nicht genug. Kommst du klar? Brauchst du einen Sanitäter oder so? Spinnst du? Ein Sani bringt mich hier schneller um als dieses Schrapnell. Nur keine Sorge. Ich habe auch ein Medikit da. Na schön. Na dann, reingehauen, ne? Oh Gott, Ellie, bitte. Hab ich mich gerade erschrocken. Schockglas nach Ellie ist gut. Ist gut. Oh, wir können schon wieder eine Belohnungswaffe aussuchen. Oh, oh, oh. Ein schönes Sturmgewehr wäre aber auch was wert, ne? Aber das Ding hätte wieder ein vernünftiges Visier. Blutungskugeln. Schüsse verursachen einen Blutungseffekt bei Gegnern. Die Abklingzeit beträgt 8 Sekunden. Vermehrung, wenn du auf einen Gegner schießt, der von einem Statuseffekt betroffen ist, wird dieser auch auf den Gegner übertragen, der dem Ziel am nächsten steht. Oder eine geile Flinte. Naja gut, ich bin eigentlich schon ganz gut bedient, was das Scharfschützengewehr angeht. Gerade ich nehme... erstmal das Sturmgewehr. Als eventuelle neue Einserwaffe. Und die setzen wir auch erst aber ein, wenn wir die Schrotflinte mal eingeschossen haben. Das Ding behalten wir wegen dem Zielfernrohr. Und das Ding ist unsere neue. Cool, wunderbar. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, unsere Hauptmission folgen wäre keine schlechte Idee. Ist ja auch gerade nichts anderes verzeichnet hier. Gut, dann machen wir das. Wir müssen in die Richtung.
Warte mal, vielleicht nochmal die Muni nachladen. Einmal fresh alles auffüllen. Dankeschön. Gibt es ja irgendwas Spannendes noch zum Mitnehmen? Oh, Mineralien, ne? Die dürfen wir nicht vergessen. Früher oder später werden die bestimmt relevant. Yay! Ein wenig meinen. Was gab es jetzt? Eisen. Naja, Eisenpopeisen. Ist hier noch was Cooles? Ein paar Codex-Einträge? Natürlich, nimm mit. Lesen wir später alles. Ja, und jetzt so? In die Richtung da rein. Ja, wir sind richtig unterwegs. Sehr schön. Das wird auch immer immersiver hier. Hier irgendwas? Nee. Und hier wird gleich wieder geballert, ne? Sieht ganz danach aus. Hüfthohe Deckungen und so. Zack. Granate. Geschützi. Den Peiniger noch nicht aufbauen. Schön den Überblick wahren. Passiv verhalten. Wir sind ein Sniperino. Oh, 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 da kommen welche, ne? Den Peiniger aufbauen. Jetzt, jetzt! Er macht es nicht, er macht es nicht. Warum nicht? Boah, das Teil, ey, das ist ja der Hammer. Das ist eine automatische Schrotflinte. Ich glaube, es geht los. Und wir sind fast tot, wir sind fast tot. Alles aufbauen. Nicht zu sehr einkesseln lassen. Oh, hallo, stopp, stopp, stopp. Oh, 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 oh. Oh, da kommen die Dicken wieder, ne? Wo wollen die lang? Stopp, die muss ich abpassen mit dem Peiniger. Jetzt! Aber sofort. Kommen da noch mehr? Oh nein, ich bin tot, ich bin tot. Schande. Weg, weg! Weg. Deckung. Geschütz hier aufbauen. Granate mal irgendwo hinwerfen. Scharfschützengewehr wieder rausholen. Oh, es sind echt viele Gegner. Meine Güte, meine Güte. Wie viel denn noch? Wenn das nur die Gegner auf Distanz wären, aber das sind sie in der Regel nicht, also nicht nur. Es kommen einfach auch viel zu viele Frontschweine hier durch. Boom. Und fast tot schon wieder. Schande, ich kann ihn nicht so richtig sehen. Mir fehlt das Visier. Oh, 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 oh. Geschütze. Okay. Meine Güte. Ja, das wird schon echt unmenschlich schwer gerade, aber wir bekommen ja auch mehr Power dann mit der Zeit. Haben wir keine Muni mehr? Was für eine Frechheit. Hey, wo willst du denn hin, Mann? Ich habe keine Muni mehr. Nein! Doch, habe ich doch, ne? Aber wir hätten ja auch noch den Revolver gehabt, den wir gerade aus Versehen gezogen haben. Wie, wir sind schon... Wir sind schon... Weltrang 4? Okay. Das geht ihr Schlag auf Schlag. Haben wir vielleicht auch schon einen Charakterpunkt oder so? Tatsächlich, einen Klassenpunkt. Was können wir denn hier auswählen? Stoßverstärker erhöht deinen Waffenschaden um 8%. Oh, wäre das nicht cool, wenn wir dann auch die Energie, die wir dadurch zurückbekommen, erhöhen würden? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir das tun. Hoffen wir es doch einfach mal. Aber ist sowieso für mich keine Frage. Wenn ich Waffenschaden erhöhen kann, dann nehme ich das natürlich. Anomalie-Effekt 6%. Nee, nee, nee. Waffenschaden hört sich schon gut an. Cool. Können wir weiter? Beschaffe den Schlüssel. Haben wir gemacht. Alles durchladen, bitte. Oh, die automatische Schrotflinte, Mensch. Der hat's ja richtig drauf. Boom. Neuer Kram. Eine MP oder so. Und dahinter kommt bestimmt gleich noch ein weiterer Endgegner. Ein weiterer Boss. Ein weiterer von der Anomalie verstärkter bzw. veränderter Charakter. Nee, hier ist nichts weiter. Na gut, dann da rein. Einmal bitte aufschließen.
Goodies, einmal auffüllen, bitte. Man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke lauert, aber das sieht hier schon wieder mal sehr nach einem Kampf aus. Es gibt einfach viel zu viele hüfthohe Deckungen, als dass hier nicht gekämpft... Oh, ich wusste es. Ich wusste es! Oh nein, das ist ein Commander oder so. Knall ihn ab, bevor er irgendwas machen kann. Peiniger, Peiniger, jetzt! Wir müssen darüber, wir müssen darüber. Oh Gott, hallo. Revolver, Revolver. Mach ihn kalt, mach ihn kalt. Mach ihn kalt. Sofort. Sofort, Mann. Oh Gott, was für eine schwere... Naja, eigentlich nicht schwere Geburt. Es war total intensiv, das meinte ich. Jetzt nur noch die Kleinen. Jetzt bloß nicht vergeigen. Nein, 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 stopp. Geschütze aufbauen. Oh, oh, oh. Granate, nein! Oh, muss das hier so viel explodieren? Nein, nicht da in die Deckung rangehen. Eins nach dem anderen, Mann. Zack. Zack. Na? Ihr Ratten hier, kommt raus aus eurem Versteck. Wir haben es fast geschafft. Weg. Nicht rüber. Also das muss noch besser in Fleisch und Blut übergehen. Das generelle Handling. Granate. Bis da hinten hin. Und auch Geschützi. Er war doch schon draußen. Kommen da noch mehr schwere Gegner? Ich hoffe doch mal nicht. Na, ich hab Zeit, ne? Na los, ich kann auch eine Granate rüberwerfen. So ist nicht. Und jetzt dich, Mensch. Boom. Meisterschaft, Gewehrrang 1. Ja, das hat mich jetzt schon gerade, ich sag mal, mental überfordert, aber irgendwie... Haben wir es ja doch bis hierhin geschafft. Vielleicht kriegen wir den Rest auch noch hin. Das ist ein Brecher. Nein, das ist schon wieder so ein Elite-Fuzzi, ne? Oh nein, wir müssen da ran. Ganz wichtig. Den müssen wir ganz krass unter Druck setzen. Nein, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Peiniger, Peiniger, jetzt. Perfekt, 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 perfekt. Alles cool, alles cool. Waren nur die normalen Dicken. Es war kein von der Anomalie veränderter. Das sind noch Angstgegner für mich. Ist alles nachgeladen. Schön. Gut, wir können weiter. Meine Güte, ich hätte ja nie gedacht, dass dieses Spiel so herausfordernd sein kann. Und wir sind ja noch ganz am Anfang. Hey! Wo hast du dich denn versteckt, Mann? Durchladen. Weitermachen, alles aufheben. Ein seltenes Sturmgewehr. Vielleicht später. Ich brauche nach wie vor ein Scharfschützengewehr. Hier wird doch auch gleich wieder geballert. Das Ganze hier erinnert mich stark an die Mission damals in Damaskus, bei der wir diese Diplomaten gerettet haben. Damaskus? Okay. Ressourcen! Ich musste deinen blöden Arsch von einem wütenden Redneck-Mob retten, der DC stürmte. Diese Mission, da hatte ich das Gefühl, für eine Sache zu kämpfen. Aber das Drecksloch hier war den Kampf nie wert. Und? Um was geht's dir? Ich versuche nur zu überleben, Boss. Das ja, ist schon schwer. Versuchen wir das nicht alle irgendwo? Tag, um aufzuwachen. Schnellreisepunkt, danke. Oh, wir haben's gepackt. Oder kommt hier noch was? Kommt hier vielleicht noch was richtig Böses? Räume den Bereich, oh oh. Das ist wieder so ein übernatürlicher, ne? Ach nee, das ist nur so ein Philipp-Halle-Gegner gewesen, ne? So ein Hau drauf. Boom! Okay, 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 okay.
Floppy-Wop, Mann. Und weg ist die rüber. Aber es kommt noch mehr. Na, kommt ihr alle hierher? Kleine Zielübung. Auf bewegende Ziele. Sehr übermütig. Sehr übermütig. Oh, weg, weg, weg. Granate, hier hin. Geht doch. Oh, es kommen immer mehr, natürlich. Peiniger. Jo, okay, wir können. Wir haben offensichtlich keine Muni mehr und brennen es nach wie vor nicht so gut. Selbst in diesem Spiel nicht. Und wir haben fast keine Energie mehr. Naja, so ein bisschen. Das war das Notfallprotokoll wahrscheinlich. Irgendwas in die Richtung. Ist alles nachgeladen? Naja, zumindest ein bisschen. Sonst noch irgendwas hier? Hm. Ist schon cool. Aber das ist nichts für schwache Nerven. Wo willst du hin, Mann? Junge! Weg, weg! Na, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Superattacke machen. Eine Sekunde, ich umlaufe euch einfach. Nicht so. Das wollte ich machen, aber es hat nicht gereicht. Schande. Und dann eben die Granate. Na gut, das war eher schlecht als recht. Aber geschafft ist geschafft. Am Ende fragt einen nie einer, wie man etwas geschafft hat. Es geht nur darum, ob man es geschafft hat. Jakob, ich sehe jede Menge Tote. Anscheinend wurden sie kurz gebraten. Oh, Scheiße. Sei vorsichtig. Da sind wir super vorsichtig. Also diese Frontschweine, ne? Die sind mein absoluter Horror hier gerade. Darauf bin ich überhaupt nicht eingestellt. Dass sie so hart und mit so viel Druck dann in den Nahkampf gehen, das ist schon übel. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Bei den nächsten dann, ne? Yay! Gratis-Loot. Wir gucken auch gleich mal, ob wir nicht irgendwas hier schon wieder wechseln wollen vielleicht. Vielleicht haben wir ja was ganz, ganz Cooles eingesammelt. Wie zum Beispiel hier, einen besseren abgenutzten Helm. Den können wir irgendwann zerlegen. Nee, wir bleiben nach wie vor beim Mantel. Den einen Punkt, den sparen wir uns. Oh, aber wir haben eine bessere Hose. Eine deutlich bessere Hose. Weg, weg, weg. Schuhe. Zack, getauscht. Automatische Schrotflinte, ja, ist schon echt nice. Doppelläufige Waffe, was ist das? Ist das eine doppelläufige Schrotflinte? Finde ich natürlich auch nicht verkehrt. Wir behalten das bessere Sturmgewehr. Heißes Blutkugeln, die Gegner mit weniger als 50% Leben treffen, fliegen durch sie hindurch, treffen drei andere Gegner in einem Umkreis von 5 Metern und verursachen Verbrennung. Finde ich gut. Das andere, naja, kann weg, ne? Das ist eine normale Pumpgun, die kann weg. Und das hier ist ein vernünftiges Repetiergewehr mit einem vernünftigen Visier. Und das ist stärker als das Teil hier, deswegen kann das hier weg. Aber die würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Und das ist einfach nur eine Maschinenpistole, ja. Nee. Da haben wir natürlich hier ein viel besseres Sturmgewehr. Was das automatische Feuern angeht. Aber die automatische Flinte, ne? Die ist es. Die mit dem legendären Buff. Das wäre schon nicht verkehrt. Ja. Hier tauschen wir natürlich auf den besseren Revolver. Auch wenn wir ihn nicht allzu häufig rausholen. Und dann würde ich sagen, ist in Ordnung. Ganz kurz vielleicht mal hier zur doppelläufigen Flinte wechseln. Wenn das überhaupt so eine richtige doppelläufige Flinte ist. Zeig mal.
Das ist ein doppelläufiges Maschinengewehr? Im Ernst? Wie krass. Vielleicht mal kurz ausprobieren. Ich bin neugierig. Aber jetzt geht's erstmal hier nach oben. Oh, wie das hier aussieht, ne? Das ist schon echt makaber. Das ist ein richtiges Kriegsfeld. Kämpfe gegen den Veränderten am Turm. Oh mein Gott. Da kommt schon der nächste Veränderte. Sofort Druck machen. Sofort. Sofort mit dem Peiniger agieren. Und alles, was wir da haben, auf den Veränderten. Aber ich glaube, diese Taktik wird nicht mehr länger aufgehen. Nee, das ist zu einfach. Ich muss mich richtig mit diesem Widerstandssystem auseinandersetzen. Du meinst, der knipst Glühbirnen an? Der purzelt eher alles im Umkreis von einer Meile weg. Ich weiß, du kannst auf dich selber aufpassen. Oh, aber zumindest haben wir einen Schnellreisepunkt bekommen. Das ist doch schon mal was. Falls wir das jetzt nicht auf die Kette bekommen. Na los. Oh oh. Das ist ein richtiges Endgegnergebiet hier. Mit Videosequenz, das sind die schlimmsten. Na klar, gegen Raiden. Ich verstehe. Oh mein Gott, wie der schon aussieht. Seine Rippen liegen frei. Das bedeutet nichts Gutes. Oh mein Gott. Das sieht nicht gesund aus, mein Freund. Okay, 10 Tode incoming. Nur gegen ihn, gegen Gauss. Gleich ran da. Nein! Ihn zu nichts kommen lassen. Peiniger! Das kann ich auch.